Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag zum Prinzip des geringsten Zwanges von Le Chatelier. Erstmal über ihn. Er wurde 1850 geboren, war Chemiker und Physiker und sein größter Erfolg war das Prinzip des kleinsten Zwanges, welches er 1888 formulierte. Kommen wir zu den Grundlagen. Das chemische Gleichgewicht, welches zwischen Edukten und Produkten besteht, funktioniert so, dass die Hinreaktion bzw. die Rückreaktion miteinander im Gleichgewicht bestehen. Die Konstante lässt sich auch mit den Konzentrationen der Edukten und Produkten bestimmen, mithilfe dieser Formel. In unserem Beispiel wird ein Zwang auf das Gleichgewicht kommen. Das bedeutet, eine äußere Bedingung wird sich verändern. Das Gleichgewicht wird sich regulär verändern, sodass es am besten dem Zwang ausweichen kann. Somit entsteht ein neues Gleichgewicht. Außerdem gibt es drei Zwänge. Die drei Zwänge sind die Temperatur, der Druck und die Konzentration. Kommen wir zum ersten, zur Temperatur. Hier in diesem Diagramm ist leicht zu erkennen, bei welcher Temperaturerhöhung bzw. Erniedrigung und zu welcher Seite sich das Gleichgewicht entwickelt, wenn es sich um eine exotherme bzw. endotherme Reaktion handelt. Kommen wir zu einem Beispiel. Stickstoffdioxid und die zwei Gase Stickstoff und Sauerstoff. Die Reaktion von Stickstoffdioxid zu den beiden farblosen Gasen ist exotherm, also es wird energiefrei. Die Rückreaktion dagegen ist endotherm, also Energie wird benötigt. Hier kann man sehen, bei der Reaktion von Stickstoffdioxid zu den zwei farblosen Gasen werden 58 Kilojoule pro Mol erzeugt. Genau andersrum werden diese auch benötigt. Bei einer Temperaturerhöhung wird das Produkt dunkler, beziehungsweise bei der Erniedrigung wird das Produkt heller. Das ist darauf zurückzuführen, dass wenn die Temperatur höher ist, weniger exotherme Reaktionen stattfinden, sondern endotherme, da Energie vorhanden ist, also in Form von Wärmeenergie, und diese auch effizient genutzt werden kann. Ist die Temperatur also hoch, wird mehr das Produkt produziert und das Gleichgewicht geht in diesem Beispiel zur linken Seite. Kommen wir zum zweiten Zwang, dem Druck bzw. dem Volumen. Hier passt sich die Teilchenanzahl der Druckveränderung an. Dies ist auch sehr nützlich bei dem Haber-Bosch-Verfahren und wird deshalb daher auch oft dabei benutzt. Unser Beispiel ist die Ammoniak-Synthese. Man nimmt Stickstoff, N2 in der Form von Gas und Wasserstoff, auch gasförmig. Dieses reagiert zu Ammoniak. Bei den zwei Gasen handelt es sich in dem Beispiel um vier Teilchen. Einmal ein N2-Molekül und drei H2-Moleküle. Beim Produkt der rechten Seite dagegen gibt es nur zwei Teilchen, da die beiden Gase zu einem reagieren. Somit, wenn sich der Druck erhöht, verschiebt sich das Gleichgewicht auf die Seite mit weniger Teilchen, da diese weniger Platz einnehmen. Und somit wird die Hinreaktion zum Ammoniak, also zum Produkt, begünstigt. Kommen wir zum letzten Zwang, der Konzentration. Hier ist erneut ein einfaches Diagramm, welches zeigt, was passiert, wenn man die Konzentration gewisser Stoffe, also Produkte, in dem Fall A, C und D, oder der Edukte A und B erhöht bzw. abzieht. In unserem Beispiel haben wir einen teuren Stoff und Wasser, welche zum Produkt reagieren. Hat man
ein Teilchen teuren Stoff und ein Teilchen Wasser, so reagiert ein Teilchen Produkt. Allerdings ist noch viel des teuren Stoffes übrig. Somit ist es in dem Fall empfehlenswert, noch mehr Wasser hinzuzufügen, weil dadurch geht das Leck an Wasser weg und es kann mehr Produkt entstehen. Vielen Dank.